Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Morgen mit den offenen Schränken im Hintergrund. Ich hoffe, es geht euch gut. John war heute Morgen mit Nile bis um 9, kurz nach 9. Das war richtig schön. Ich bin nämlich um 8 Uhr aufgestanden, habe Pilates 20 Minuten gemacht. Mir schüttelt es schon in den Beinen. Habe geduscht, habe mich fertig gemacht und ja, war einfach richtig schön. Dann wird er nämlich jetzt nach Berlin fahren und das Türkei-Holland-Spiel heute anschauen. Gestern hat ja Deutschland verloren. Das war wirklich sehr, sehr traurig. Ich muss sagen, ich hatte schon so ein bedrücktes Gefühl. Ich habe die EM gar nicht verfolgt. Wirklich gar nicht, weil ich aber auch gar keine Zeit dafür hatte, sie zu verfolgen. Und ich habe sie mir auch nicht genommen, weil es mir nicht so wichtig war. Dann haben wir gestern das Spiel geguckt und das Mal davor habe ich auch das Deutschland-Spiel geguckt. Und mein Herz brennt schon dafür. Also meine Mama ist ja übertrieben fußballfanatisch, vor allem wenn Deutschland spielt. Und gestern schrieb sie nur, sie ist super, super traurig. Und 2006 kippte sie einmal um. Wir haben auf jeden Fall ein Gegentor bekommen. Und meine Mama kippte einfach um und kam ins Krankenhaus. Sie spürte ihre Beine nicht mehr. Also Fußball wirklich bei ihr, ich weiß nicht, das ist ganz krass. Mein Kindergarten... Koffer, also mein Koffer für meine Kassetten und so weiter, den ich hatte, als ich ganz klein war. Da steht FC Bayern München drauf. Ja, also John ist gleich weg. Nile ist super schlecht drauf, einfach weil er gar nicht geschlafen hat. Also er hat von 22 Uhr ist er erst eingeschlafen. Anderthalb Stunden Einschlafbegleitung, Leute. Und hat dann um 6 Uhr halt wieder wach geworden. Ne? Also ich werde um 11 Uhr eine Stunde, was würde ich denn hinlegen? Nile und ich haben ein paar Ballons und sowas besorgt. Ich zeige euch das gleich mal für die Geburtstagspartys. Party von Johns Neffen, also auch meinen Neffen, morgen. Und ich wecke jetzt Nile auf, damit er heute Abend vielleicht... Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich irgendwann die richtige Zeit für ihn finde für mittags, weil wer einen Zweijährigen hat, weiß, zwischen 2 und 3 ist der Schlafbedarf. Komisch. Ich habe hier die ganzen Pflanzen umgestellt, weil ich ein Reel gedreht habe. So ein Broschenreel. Ich glaube, das ist richtig cool geworden. Schaut mal gerne auf Instagram vorbei. Und jetzt gehen wir einmal runter in Nienwegen. Als würde ich in den Kampf gehen. Ich mache immer erstmal alle Türen hier wieder auf. So, das sind die ganzen Teile, die ich heute Morgen gekauft habe. Alles in grün-weiß. Hier haben wir noch das Happy Birthday. Ich habe gerade Nile auf dem... Aua, Nuno, das zieht einfach am Ohrring. Nuno, Yoda, Mama. Aua, bitte nicht. Aua, Yoda, okay? Diese Fußball-Luftballons, das hier. Ich hätte noch eine 8 besorgt. Aber er hat schon eine 8er-Kerze. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs und wir waren schon wirklich im schönen Feld und so, aber da fahre ich jetzt nicht drüber. Das ist ein bisschen zu weit. Meine Schwägerin ist bei uns und die ist jetzt wach. Wir wollten sie nämlich nicht wecken. Sie hat bei mir geschlafen, weil sie ein bisschen Panik hat mit ihrem Mann. Und meiner sind ja auf dem Fußballspiel gestern, Türkei gegen Holland in Berlin gewesen. Ich habe das Geschenk für den heutigen Geburtstag eingepackt. Ich wollte, dass das so ein bisschen aussieht, als würde es aus der Tüte rausfliegen. Deswegen habe ich die Tüte auch hier schon angeschnitten. Ja, ich glaube, es ist okay. Ich glaube, ein kleiner 9-jähriger Junge wird sich da nicht so viel draus machen. Dann habe ich Quiche Nummer 1, Nummer 2 gemacht. Die ist mit Rote Beete und Rindfleisch, also Black Angus Schinken. Und den Teig unten habe ich dann auch selbst gemacht. Darüber ist noch Petersilie und Gouda. Und hier haben wir noch eine Quiche, die dauert noch 3 ganze Minuten. Die ist mit Tomate, Käse, Schmand, boah, ich weiß gar nicht mehr, was alles sind. Die ist allerdings mit Blätterteig und nicht selbstgemachten Teig. Und dann habe ich noch Muffins gemacht, weil ich wollte diese
Happy Birthdays hier drüber packen. Wir haben genau einen Muffin zu wenig. So, ihr steht auf meinem Stanley Cup. Das ist mein Outfit für den Geburtstag. Es ist zwar sonnig, aber wenn die Sonne weg ist, ist es wirklich frisch. Und ich habe mich komplett in beige Leinen, beigem Leinen eingekleidet. Ich mag auch sehr gerne dieses Inlay von diesem Blazer. Ich muss aber dazu sagen, dass das von Zara eine alte Kollektion ist, komplett, also alles, was ich anhabe. Und dass ich da nicht mehr shoppe, wegen der Kampagne gegen Gaza. Das war für mich, ich habe da sehr viel recherchiert und das war für mich eindeutig. Und für mein persönliches Empfinden kann ich gar nicht mehr in die App reingehen, auch wenn Sale ist und so weiter. Und ihr wisst, wie viel ich und wie gerne ich bei Zara geshoppt habe, was eindeutig ein Zeichen für eine Capsule Wardrobe ist eigentlich. Und meine Gedanken, wenn ich hier oben bin, sind immer, ich muss hier was ändern hier oben. Es fühlt sich lange nicht mehr so richtig an, weil es so voll ist. Ich muss einiges loswerden. Und mein Mann schreibt mir schon, also John schreibt mir schon, ich glaube, wir müssen jetzt los. Wir sind zu spät, aber dadurch, dass ich halt alleine war und Niall aufgewacht ist, als ich angefangen habe zu kochen und fertig war, musste ich halt das machen, während Niall schläft und konnte mich nicht fertig machen. Als ich mich hier hingesetzt habe, ist er wach geworden. Der Standard. Jedenfalls, ich bin übrigens immer noch mit meinen Invisaligns dran. Dieser Zahn hier ist schon viel gerader, auch wenn das euch vielleicht nicht so vorkommt. Und mein oberes Gebiss ist auch weiter gerade gerückt, weil das, ich hatte ja so ein Übergebiss, weil ich ja wirklich bis 5 meinen Daumen im Mund hatte. Also ich erinnere mich sogar noch daran, als wir das abgewöhnt haben. Da haben wir nämlich meine Daumen verbunden, also meinen rechten Daumen. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt, verbind mir auch den linken, weil sonst werde ich den linken in den Mund nehmen. Und dann meinte sie, du bist ein großes Mädchen, das brauchst du nicht, du schaffst das. Und das vergesse ich nie. Das war in der Türkei, da sind wir nämlich gerade aus dem Krieg geflohen und waren bei meinem Opa zu Hause. Und ich erinnere mich an die ganzen Wäscheleinen, die im Wohnzimmer hingen. Und am Balkon hingen und so. Und ich hatte eine wundervolle Zeit in der Türkei, wirklich. Ich war da 5 und ich erinnere mich noch an sehr, sehr viel an meine Freunde dort, dass ich die Sprache sprach und jetzt auch ja wieder spreche, aber nicht so wie früher. Ich glaube, als Kind konnte ich sie besser beherrschen. Dass wir immer zum Kiosk gegangen sind und alles haben aufschreiben lassen. Also vor allem ich. Ich war immer so, gib mir das und das, mein Vater bezahlt es später. Ja, jetzt werde ich mir nur noch Deo auftragen. Ich zeige euch mal kurz im Spiegel noch das Outfit, obwohl, brauche ich das oder ist das Doppelgemoppel? So, das ist das Outfit. Let's go. Und seht ihr, diese ganze, alles zu viel, es ist überall zu viel. Der einzige Ort, den ich schön finde, das ist das. So, das Fenster ist so und hoffen, dass die Sonne noch scheinen wird. Deutsche Wetter ist auch, muss ich sagen, deprimierend. Ich gucke immer wieder in die App. Aber es verändert sich nicht viel, dann ist wieder wird schön angezeigt, es bleibt aber nicht dabei. Und das macht mich traurig, ehrlicherweise. Also vor 2 Jahren hatten wir noch einen krassen Sommer. Dieser war Pipi. Und dann nehme ich euch nicht mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Niall bereitet gerade Snackplatten für seine Freunde vor. Gut gemacht. Nein, hat hier Brett bekommen und Bananen und das geschnitten selber. Ich muss eh noch Bananen nehmen. Mach dir keinen Scheiß. Nein, nein, geh du. Geh du. Guck mal, die Kamera läuft immer noch. Ich hab's vergessen. Soll ich mich ausmachen? Wieder Wasser. So, we tried, Leute. Mal gucken, wie es gleich aussieht. Guten Morgen von der allergischen Tara. Uah, ist das so anstrengend. Die Nächte sind so anstrengend. Ich habe so juckende Augen. Ich muss unbedingt diese Augencreme von La Roche nochmal kaufen. Die war wirklich toll. Ich trinke gerade meinen Morning Drink. Seit einer Woche oder was trinke ich das. Das ist Apfelessig, also lauwarmes Wasser. Ein Esslöffel Apfelessig, eine halbe ausgepresste Zitrone. Eine Prise Himalaya-Salz. Also mehr Salz habe ich jetzt reingemacht. Himalaya-Salz wäre besser, weil meine Ernährungsberaterin sagt, die Meere sind so verdreckt, dass sie eher Himalaya-Salz empfehlen würde. Und ich habe da auch noch mein L-Glutamin mit drin. Das ist von E-Dubli oder E... Ja, schau hier. Nochmal genau nach, wofür L-Glutamin ist, aber es ist
auf jeden Fall gut für eure Abwehr. Also L-Glutamin ist eine nicht essentielle Aminosäure. Sie trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Darmfunktion bei insbesondere bei chronisch kranken, entzündlichen Krankheiten oder... Ich lese das nochmal. Außerdem unterstützt es den Aufbau und stimuliert die Freisetzung des Wachstumshormons. Unterstützt den Transport von Stickstoff zwischen den Geweben und Organen und trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Immunsystems bei. Apfelessig ist, kurbelt den Stoffwechsel an. Falls ihr gerade nicht wisst, warum ich das zum Beispiel trinke. Es gibt ganz viele Vorteile von Apfelessig. Es muss aber von der Mutter sein. Ich habe dieses hier. Das hier, das habe ich einfach bei Amazon bestellt. Das ist durch natürliche Fermentation mit dieser Apfelessig dann hergestellt und nicht noch mit irgendwas anderes gepanscht. Also es ist nur Apfelessig und 5% Säure und auch nicht pasteurisiert, fermentiert und lebendig. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht einfach irgendwas vom Supermarkt nimmt, sondern wirklich einfach bei Amazon eingeben, Apfelessig von der Mutter. Und dann, boah, ich werde das jetzt probieren, aber ich habe meinen Kaffee jetzt. Ich probiere jetzt gerade schwarzen Kaffee morgens zu trinken und nicht mit Milch. Milch, gerade Hafermilch ist nicht gut für uns Menschen. Deswegen gibt es so ein paar Milchalternativen, beziehungsweise halt Rohmilch natürlich, die sehr gut ist oder beziehungsweise reichhaltig ist, voller Vitamine ist. Trotzdem, ja, ist es rein logisch. Ich bin jetzt auch mal auf den Trichter gekommen, Leute. Ich liebte ja Milch. Ich habe ja Milch gesuchtet, genauso wie Nudeln. Aber alles, was unsere große Liebe ist, können wir auf jeden Fall, wenn wir rational darüber nachdenken und uns darüber informieren und immer mehr und mehr und mehr uns davon entfernen, können wir uns auf jeden Fall davon ganz entfernen. Auf jeden Fall habe ich dann probiert, die Alpro Vanille zu nehmen. Ich muss aber sagen, da ist super viel Soja drin und auch Zucker, leider zugesetzter Zucker. Deswegen würde ich eher die Alpro Mandel Vanille, die ist komplett ungesüßt. Ja, auf jeden Fall habe ich in meinen schwarzen Kaffee jetzt Kollagen reingemacht. Kollagen, also ich habe das Beauty Kollagen von Jamino oder doch Jamino, ja. Ich kann euch das auch gerne mal verlinken, falls ihr daran Interesse habt. Aber das ist so ein sehr hochwertiges Kollagenprodukt. Also es gibt ja, Kollagen ist ja der neue Hype-Trend auf dem Markt. Deswegen, immer wenn sowas ist, dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die auf einmal dieses Produkt machen. Ich bin so allergisch. Und deswegen müsst ihr auch wirklich gucken, dass ihr was Richtiges nimmt, was Gutes nimmt. Also entweder ihr nehmt das von Edubli, von dieser Marke, oder ihr nehmt das von Jamino. Das ist auch sehr, sehr gut. Beauty-Kollagen mit Hyaluronsäure und sonst ist da kein anderer Schrott mit drin. Also da ist noch Biotin, Vitamin C und Zink mit drin und ohne künstliche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Füllstoffe. Ich habe es auf jeden Fall mein Kollagen hier reingefüllt, deswegen kann ich euch die Umverpackung nicht mehr zeigen. Aber ja, ich werde jetzt hier einmal durchsaugen und dann habe ich eine Abgabe noch. Eine Real-Abgabe. Das Blöde ist, wir fahren heute ins Schwimmbad, das heißt, ich schminke mich jetzt, um mich dann wieder abzuschminken. Um ins Schwimmbad zu fahren, aber das ist halt. Dafür kann ich dann ins Schwimmbad fahren. Jetzt mache ich mich hier mal mit meinem Zeug an die Arbeit. Und ich finde, der schmeckt eigentlich ganz gut. Wie schade ist, dass dieser Look wieder runter muss. Ich finde ihn so schön, er ist so glowy und so wirklich schön. Ich habe eine richtig schöne Lip-Kombo von Lancôme drauf. Das ist einmal der L'Absolu Rouge in 25, Tijen, der Lipgloss auch von Tijen. Und dann den habe ich euch im letzten Video gezeigt, seitdem trage ich den sehr, sehr gerne. Das ist dieser L'Estylo Waterproof in Ruby Fever. Einfach nur ganz leicht, der Rest auch nur so ganz leicht aufgetupft. Und ich habe auch den in diesem Metallic Schwarz, was ich euch auch, also hatte ich euch auch beides geswatcht im letzten Video, aufgetragen. Finde ich sehr, sehr schön. Und die Mascara, um die es geht, in dem Reel, welches ich gerade gedreht habe, ist die Hypnose Drama. Sehr, sehr tolle Mascara. Ihr wisst, ich liebe die klassische Hypnose. Für die braucht ihr noch nicht mal mehr einen Primer. Also wirklich schöne Mascara. Kann man auch den ganzen Tag über aufbauen. Zum Beispiel, man gibt sich eine leichte Schicht für den Vormittag und den Tag auf. Und dann, wenn man abends nochmal weggeht, kann man die einfach easy nochmal nachtuschen. Sie sind super, super weich. Kennt ihr die Mascaras? Wurden früher richtig hart auf den Augen. Naja, auf jeden Fall, das ist der Look. Ich warte gerade, dass es ein bisschen antrocknet. Und dann, ja, werde ich das Ende filmen, um das alles wieder abzuschminken. Ich bin immer noch in meinem Kaffee. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte.
ist halt kalt, aber ist auch nicht schlimm. Aber irgendwie hatte ich das Kollagen richtig eklig in Erinnerung, aber es schmeckt, ich schmecke gar nichts mehr. Aber Apfelessig und schwarzen Kaffee am Morgen auf leeren Magen. Muss sagen, habe schon so ein bisschen Krämpfe bekommen. Deswegen glaube ich, werde ich dann den schwarzen Kaffee irgendwann mittags dann trinken. Ja, und jetzt filme ich mal weiter. Ach doch, die Zähne sind schön weiß, ne, diese Kombi. Lieb's. Wir haben einfach nur ein Kind und haben einen Bollerwagen und einen Kinderwagen. Weiß nicht, wie machen wir das, wenn wir mal mehr haben wollen. Schaut mal, Leute. Jetzt können wir endlich im Schatten sitzen hier oben. Schaut mal, das sind die Dinger, die kommen oben dran. Und dann kann man das halt hier aufziehen und dann hat man Schatten. Weil das ist hier unten wirklich wie so ein Gewächshaus. Es ist sehr, sehr heiß. Okay, Leute, nachdem wir einen wundervollen Tag hatten, voller Sonnenschein, geht jetzt selbstverständlich die Welt draußen unter. Also es ist stockdunkel. Sehr düster. Und ich werde jetzt mal den Schirm hier zumachen und die Auflagen reinholen. Beziehungsweise hier so drunter stellen. Da könnt ihr es nochmal sehen. Also die haben jetzt hier einmal komplett dicht gemacht. Die können natürlich hier jetzt nichts machen an den Ecken, aber das stört mich jetzt auch nicht. Und hier vorne ist auch eine Ecke. Das hatten sie vorher auch gesagt, dass das so aussehen wird. Aber ich muss echt sagen, mir ist das egal. Solange es kühl hier unten drunter bleiben wird, ist mir das wurscht. Ja, jetzt werde ich einmal hier das kurz machen, weil es sieht nicht gut aus. Ich bin bei der Schlafbegleitung eingeschlafen. Ich habe mir gerade nochmal meine Current Body Maske aufgetragen, weil ich kurz vor der Periode eine nicht so schöne Haut bekomme. Oh, die Jungs haben was vergessen beim Montieren. Auf jeden Fall, bei uns vergessen immer die Handwerker irgendwas, bei euch auch. Hört ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr den Toaster gerade hört oder den Regen, aber es hört sich so schön an. Ich bin jetzt fertig mit dem Putzen und ich weiß nicht, als ich bei Niall um 8:30 aus dem Zimmer rausgegangen bin, weil ich bin selber eingeschlafen, habe ich mir noch gedacht, boah, du hast so viel Zeit, Tara, jetzt kannst du mal so richtig lümmeln auf der Couch. Wir haben 10:30. Ich habe nur aufgeräumt, draußen aufgeräumt, hier drinnen aufgeräumt. Komme jetzt was zum Essen und ich habe noch nicht mal krass, also ich weiß nicht, ob ich super langsam bin. Ich check's nicht. Und ich muss noch was beichten. Wir haben hier so eine Mappe bekommen vom Kindergarten, was wir alles besorgen sollen, welche Unterlagen die brauchen. Und ich glaube, ich habe sie verloren. Also ich habe jetzt überall gesucht. Ich weiß nicht, wo ich diese Mappe hingetan habe, Leute. Und es ist einfach so peinlich. Also, was für ein Start, ne? Ja, ich mache mir jetzt gerade, ich habe 3 Toast noch übrig. Sonst haben wir, also, ja, natürlich haben wir Essen. Also, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich mir jetzt... Nein! Marmelade ohne Zucker von Simply Keto von meiner Freundin. Und hier oben schwimmt Schimmel drauf. Ich weiß noch, dass man bei Marmelade das einfach runternehmen kann. Von Simply Keto, also sehr, sehr lecker. Schmeckt halt einfach nach Fruchtpüree, aber schon nach Marmelade, also sehr, sehr lecker. Aber leider muss ich jetzt weg. Kennt ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst so eine richtige Grundreinigung machen in der Küche? Das habe ich gerade. Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie ist das alles unordentlich, da sind Packungen auf. Ich liebe ja aktuell sehr Brie mit Feigensenf. Das ist jetzt grüne Feige. Und es schmeckt so lecker. Ich habe jetzt kein Brie, deswegen nehme ich jetzt einfach so Scheiben. Aber ich habe auch noch Skier. Und ja. Werde jetzt hier meinen Teller. Ich habe jetzt gar kein Gemüse mehr geschnitten. Aber ich bin auch echt platt. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich schon schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mir noch ein paar Tomaten gewaschen. Und die kommen jetzt mit auf den Teller. Übrigens, dieses Licht ist grauenhaft. Ich habe auch gerade das Auto umgeparkt. Und ich habe gerade von außen auch nochmal gesehen, wie scheußlich das aussieht. Also wir müssen irgendwas machen. Ich finde leider keinen Ring in der Größe, der halt so ist, ne? Das ist, wie hübsch das ist, ne? Aber das war boo. Hello, people. Ein Tag später. Habe ich gestern noch gemacht, außer geputzt, nichts eigentlich. Ich habe mir, glaube ich, hier unten die Lippe entzündet. Ich weiß nicht, wieso. I don't know.
zieht ein bisschen. Ich habe mir übrigens gerade ein Skin Glass Serum aufgetragen von Natasha Denona. Und die gibt so richtig schönen Glow. Studio Radiance. Die Foundation, meine Güte, Terra. Ich drehe nämlich gerade ein Reel für Nuscha. Ich habe da gerade 20%. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich die immer noch habe, wenn ihr das Video schaut. Ich schreibe es euch in die Infobox, falls es noch gilt. Aber wow, ich glaube, die wird zu hell. Gar nicht mein Beauty Blender gewaschen, merke ich gerade. What's that? Das Badezimmer sieht aus, Leute, ganz schlimm. Das sieht auf Instagram immer alles so schön aus, wenn man filmt. Aber ich sag's euch, ich demoliere immer die Etagen dafür. Und wenn ich andere Vlogs gucke, dann sagen die Creator dasselbe. Also es liegt nicht nur an mir. Okay, verblendet sieht das Ganze doch besser aus, als ich dachte. Ich dachte gerade, oh Gott, ich muss das alles wieder abwischen. Aber es ist okay. Ich habe mir heute Morgen, naja, das ist um 5.30 Uhr aufgehört oder 5.20 Uhr, diese Iceballs ins Gesicht gemacht. Die sind von Ice Ice Beauty. Und das ist von der Freundin von der Freundin von mir. Von der Freundin von Lisei. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch andere Farben. Ich habe die jetzt schon super lange, also ein paar Jahre habe ich die. Und tue mir die in den Kühlschrank, also für die müden Mamis oder für Menschen, die morgens so puffy Eyes haben oder sowas. Also wirklich so geschwollene Augen. Ist das wirklich, wirklich eine tolle Investition. Auf Langzeit getestet, kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass die sich lohnen, dass ich die auch unten im Kühlschrank habe. Und wenn ich unten bin und den Kühlschrank aufmache, dass ich die schon benutze. Also ich habe zwar noch so ein Aquaspray unten im Kühlschrank und dann auch noch so Masken, so glaube ich. Aber ich habe nicht, also danach habe ich nicht das Verlangen. Aber diese Dinger bringen so viel, dass ich immer wieder daran denke. Ich wollte auch immer so einen kleinen Kühlschrank für mein Zimmer. Aber ich finde die super unpraktisch, weil man die immer an Strom geschlossen haben muss. Und ich finde, das ist eine kleine Stromfalle. Besser wäre ein so ein Recharge-Ding. Und ich hatte das sogar schon mal überlegt, ob ich das selber machen soll. Weil ich mir denke so, wo seid ihr? Ein bisschen clever nachdenken. Portemonnaie und Umwelt schonen vor allem. Das ist jetzt übrigens der Tidal Ultra Wear Concealer in der Farbe 03. Die mag ich sehr gerne. Das ist sehr, sehr leicht. Mein Color Corrector ist mir leer gegangen. Seitdem muss ich sagen, der fehlt mir schon. Also ich finde, man sieht schon grau, gräulich immer was. So schimmernd. Übrigens mag ich auch aktuell Concealer-Pinsel sehr, sehr gerne. Jetzt drehe ich mein Reel zu Ende. Heute Abend bin ich bei einem Event eingeladen. Ich war noch nie mit dieser Brand irgendwie zusammen oder so. Was heißt mit dieser Brand? Das ist in so einem Loft und da werden Blumensträuße gebunden. Und ich habe die Girls gefragt, ob sie mit mir kommen will. Und sie hat ja gesagt. Und ich finde, in dies, also, wie soll ich sagen, man selektiert schon bei Events, weil man einfach, wenn man kann, wie soll ich das am besten erklären? Also, das ist jetzt das Hourglass Puder, das neue, was ich euch in dem letzten oder vorletzten Video gezeigt habe. Also es ist nicht so, dass man undankbar sagt, einfach so, nein, mach ich nicht oder so. Aber so 18 Uhr ist so Primetime mit Essen geben, Schlafen legen und so. Da müsste ich 17.30 Uhr, muss ich 17.30 Uhr, nicht müsste ich. Tara, du musst um 17.30 Uhr los. Parken, alles Mögliche, ne? Dafür brauche ich auf jeden Fall eine halbe Stunde bis nach Köln. Und das heißt, ich verpasse die komplette Abendroutine. Und das versuche ich zu vermeiden, weil ich immer gerne dabei bin. Und weil ich glaube, dass das Schöne ist, wenn man irgendwie als Familie da runterkommt. John ist auch in den meisten Fällen dabei, außer er hat irgendwie bestimmte Meetings oder so. Dann geht es natürlich nicht. Blauer Himmel und Regen. Gerade kurz die Batterie gewechselt. Gerade bei Events, bei denen man eher zum Spaß da ist, ja, versuche ich eher so zu vermeiden, wenn es nicht mega cool ist. Und ich glaube, das wird halt einfach mega cool. Ich benutze immer noch sehr, sehr gerne meine Sachen von Kes. Ich glaube, ich habe nächste Woche oder diese Woche Freitag nochmal einen Code für Instagram, für die Kes-Produkte, auch brennt. Dann schaut da mal vorbei. Die sind wirklich sehr, sehr toll. Das Einzige ist wirklich wichtig, dass man die wieder runterdrückt. Also, dass man die wieder runter nicht offen lässt und dann den Deckel zumacht. Weil dann klebt das Ganze nämlich am Deckel und dann habt ihr eine Sauberei. Das löst sich so ein bisschen. Und es ist ganz gut, wenn man die einfach wieder runterdrückt, dann hat man länger was davon. Aber ich finde, dieser Kontoton ist ein absoluter Hammer. Und die haben immer ganz coole Aktionen auch. Also so kriegst du immer hier was geschenkt und ich finde das ganz cool. Das kriegt man in Amerika, finde ich, ganz, ganz oft. Und hier kommt es so, ja, das kommt so
manchmal so billig rüber. Also viele Brands, wenn ich auch nach Codes oder so für euch frage, ne, ist ja nicht immer, dass ich einen Code zum Beispiel für Nusche habe. Manchmal ist es einfach nur eine Werbung. Aber ich sage dann, Leute, gebt mir halt einen Code, weil meine Follower wollen das kaufen und es ist schön, wenn die was darum sparen. Und dann sind die Firmen aber oft so, nee, das, wenn es zu viele Codes gibt, dann verramscht das Ganze. Aber ich finde, also jetzt nicht diese, ja, es gibt schon 50% und du kriegst hier nochmal 50% drauf. 20%, 15% finde ich immer sehr, sehr schön. Oder wenn es schon Reduzierungen gibt, mal 10%, finde ich auch sehr nett. Ist schon ganz cool. Warum sollte man das nicht machen? Und warum sollte man immer ein Geschenk als Angriff sehen, wisst ihr? Und dadurch, dass ich gerade eben so eine verrückt spielende Haut habe, sette ich das Ganze gerne mit einem Puder. Ich nenne hier das neue Nasenpuder. Ich finde es nämlich sehr, sehr schön. Es ist so ein Korall. Und das ist Taj Mahal. Wir nehmen jetzt einen neuen Pinsel dafür, um das Ganze so ein bisschen zu setten. Ich finde, das ist ein sehr schöner Touch. Also ich mag solche Schminkszenen in so Vlogs super gerne. Lasst mich gerne wissen, ob ihr das auch mögt oder ob euch das langweilt. Weil beim Schnitt denke ich mir immer, wer will sich das denn bitte anschauen? Den Prozess zu sehen von einem werdenden Make-up ist ganz cool, weil man dann so ein bisschen abschätzen kann, ob man sowas selber gerne mag oder nicht. By the way, ich habe meine Tusa, meine Pinzette verloren. Ich habe sie verzweifelst gesucht. Also ich finde hier auch in der Schublade gerade gar nichts mehr, weil ich alles umgeschmissen habe. Aber ich finde sie einfach nicht mehr so sehr, 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 sehr mag. So eine ganz tolle Pinzette. Tara war letztens hier und hat sie ausprobiert und hat gesagt, wow, die ist wirklich krass. Und seitdem ist sie weg übrigens. Ich weiß nicht, warum ich mir so einen dicken Eyeliner gemacht habe, aber wir kriegen das vielleicht schon ausbalanciert. Diese Feuchttücher sind mies schlecht. Ich habe die im Urlaub gekauft. Wenn ihr das seht, holt sie nicht. Ist einfach nur Schrott. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, wie es im Badezimmer aussieht. Also erstmal sieht es hier so aus, ja? So, dann. So. Also, liegt noch meine Unterwäsche rum. Hier liegt noch mein Bikini-Oberteil rum. Müsste aber die Dusche jetzt kurz sauber machen. Hier ist der Boden auch nass. Das ist ein Geschenk für meine Mama. Das mache ich auch gleich mal eben. So, ich finde, meine Haare habe ich gerade mit dem nassen Airwrap gemacht. Sehen richtig schön fluffig aus. Richtig schön. Ich habe mir jetzt auch noch das Sculpt-Serum in den Ansatz gegeben. Das macht die Haare nicht fettig. Es ist eher wie Wasser. Gerade im Urlaub finde ich, dass es sich da sehr lohnt. Einfach weil die Kopfhaut halt auch so beansprucht ist. So, jetzt räume ich gerade mein Zimmer auf. Ich wollte schon kurz noch mit euch quatschen. Und zwar wollte ich gerade meine Curl Body Maske wegräumen, die ich im letzten Video beworben habe. Die habe ich gestern Abend einfach drauf gemacht und einfach nur am Handy rumgespielt, 10 Minuten lang. Ich dachte noch, komm, ich filme das, aber irgendwie dachte ich so, nö, das ist einfach so meine Zeit. Und eine Followerin hat geschrieben und ich verstehe dich, weil es aussieht wie ein ganzes Werbevideo für einen Kunden. Was ich nie annehme, ist übrigens ein ganzes Werbevideo für einen Kunden. Wir nehmen immer nur in der ersten Hälfte 90 Sekunden an. Manchmal bei Fashion oder so funktioniert das natürlich nicht, weil man dann sagt, okay, wie soll man jetzt 90 Sekunden fünf Teile oder sowas präsentieren? Also das ist für den Kunden. Den Rest mache ich für euch. Weil ich mir denke, wenn jemand 350 Euro oder was, also mit meinem Code wäre es dann 10% weniger. Den Code habe ich auch erst nachträglich bekommen, sonst hätte ich ihn auch vorher schon so kommuniziert, weil ich das ganz cool finde, dass es jetzt so einen Code gibt, wie vorhin schon angedeutet. Dass ich das gut finde, dass es Codes gibt für euch. Aber was ich damit sagen will, ist, ich weiß, dass ihr sehr viel Geld dafür ausgibt und deswegen versuche ich euch das in mehreren Lebenslagen einfach zu zeigen, dass ihr das drauf machen könnt, während ihr chillt oder während ihr eben eure Hausarbeit macht. Weil ich bin mir schon sehr sicher, dass wir alle nicht so viel Zeit haben, einfach rumzugammeln. Also die Zeit ist so knapp und das ist ein sehr effektives Produkt mit Rotlicht. Also natürlich, es gibt auch noch andere Lichter. Blaulicht und Co. Das hier ist das effektivste in Rotlicht. Wenn ihr noch andere Lichter sucht, zum Beispiel Unreinheiten, wären dann blau. Aber ich finde schon, dass es generell das Hautbild verändert. Und generell sowas wie Rosacea, Pickelmale und so weiter, ne, sind viel, viel aufwendiger als Unreinheiten. Ich weiß nicht, wenn man jetzt krasse Akne hat, wie man da so vorgeht.
Aber ja, also mag ich sehr, sehr gerne, aber wollte ich nur kurz, also ich verstehe das, ne? Es ist kein Diss und Diss zurück oder so. Es war auch, glaube ich, ein sehr netter Kommentar. Es war gar nichts Böses oder so. Was ich aber dringend machen musste, meine Rechnungen bezahlen, die liegen hier auf dem Tisch gerade. Aber was ich, das wollte ich einfach nur erklären, damit ihr halt Bescheid wisst, warum ich zum Beispiel, wenn ich gerade bezahlte Kooperationen habe, viel mehr mache, als der Kunde jetzt zum Beispiel verlangt. Einfach für euch, weil ich mir denke, ey, das ist schon viel Geld, was da ausgegeben wird. Und dann sollt ihr auch wissen, also sollt ihr auch mein maximales Wissen davon mitkriegen. Ja, das ist der Hintergrund dazu, aber ich sollte aufräumen. Das war ein Tag, an dem ich mein Kind nur am Vormittag richtig für mich hatte, was mich persönlich nicht so amused. Ich habe mich jetzt in Blau angezogen. Fahre jetzt noch kurz bei Johns Tante vorbei, weil Nile jetzt dort ist mit John. Ich habe noch nichts gegessen, außer gefrühstückt heute Morgen. Und mir ist dementsprechend auch ein bisschen schwindelig. Aber was soll's. Ich werde jetzt, ich überlege, ob ich einen Colourpop nehme. Meine blaue, meine gelbe, ja. Ich glaube, das ist cool. Aber da wir gerade nur ein Tulli haben, werde ich jetzt hier versuchen, eine kleine, schöne Schleife zu machen. Aber das wäre das Outfit. Nur welche Schuhe? Und einmal noch abpudern. Wir haben definitiv Oma-Vibes hier. Ein bisschen Grandma-Style. Mag ich ja sehr. Ich habe Lust auf Parfum, das habe ich nicht oft. Ich nehme Wood, Sage and Sea Salt von Jo Malone. Das ist ein, super, dass man mich die ganze Kopf los sieht. Der Deckel ist aus Holz, sehr, sehr schön gemacht. Und ich sprühe mir das einfach so ein bisschen auf. Riecht sehr fresh. Urlaub. Und jetzt mache ich mich mal los, damit ich Nile noch ein bisschen sehen kann. Skala 1 bis 10, wie sehr ich Tacken hasse, 1 Million. Ich habe definitiv das falsche Outfit gewählt. Wir haben 23,5 Grad, sagt mein Auto. Das stimmt aber nicht. Wir haben locker, also es ist unerträglich heiß. Es ist nicht, also nicht dieses Sommer heiß, sondern dieses. In Deutschland war es jetzt einmal warm und jetzt ist es richtig schwül, also wirklich schwül. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich im Schwimmbad wäre. Wahrscheinlich wäre es mir dann nicht so aus vorgekommen. Aber ich wünschte, ich hätte von Lily Silk meine Seidensachen angezogen, weil da schwitze ich nämlich nicht drin. Meine gute Bekannte, die mir mein Ankleidezimmer oben gebaut hat, also die Schränke, ne, die Laura, hat mich gefragt, ob ich ein bisschen ihre Sachen testen möchte. Die hat nämlich noch so ein zweiten Shop praktisch für Seide und Co. Ja. Und ich glaube, dann werde ich nicht mehr schwitzen, wenn ich schlafe, weil aktuell ist es wirklich nicht schön. Ich glaube, ich muss auch dringend eine neue Kamera kaufen, weil die Linse von meiner ist so schmutzig. Ich komme da auch gar nicht dran, also von innen die Linse. Ja. Jetzt kurz zwei so Idschli-Köfte gegessen. Wer sie kennt, mögt ihr lieber die frittierten oder lieber die gekochten? Ich mag eigentlich viel, viel lieber die gekochten. Aber die war noch nicht fertig. Wir stehen nicht so auf Sonnenblumenöl und dann irgendwas in Sonnenblumenöl frittieren. Schmeckt übelst lecker, vor allem alles. Nuggets, Pommes, egal was man so frittiertes aus Sonnenblumenöl isst. Aber wenn man mal weiß, was das eigentlich für ein Zeug ist, dann macht man das so schnell nicht mehr. Ja, und jetzt werde ich mich auf die Fahrt konzentrieren und dann nehme ich euch jetzt mit auf das Event. Ich freue mich. Ich muss eindeutig sagen, ich habe die schönsten Freundinnen der Welt. Ich mache die. Was ist das? Soll ich dir so eine machen? Oh mein Gott, Gazzi kann töpfern, Leute. Und wenn du das hinkriegst, das ist echt easy. Bruder, dann siehst du nicht nur gut aus. So, das hier ist jetzt der Ort, wo wir jetzt Blumensträuße binden. Und ich bin sehr gespannt. Ihr und ihrem Mann hinten gehört das, dieser Flower Shop praktisch. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben jetzt alle Sträuße bekommen und das sieht schon voll schön aus, aber es werden ein Stück noch schöner. Das ist der Inhaber, das ist der Mase. Also wer jetzt keine Kocherfahrung hat. Schaut mal da hinten. Dein Gestraußbunker. Oh, Leute. Wir haben ein Ratespiel gemacht.
Wie viele rote Rosen wurden verkauft an einem Samstag, an einem Sonntag, an Valentinstag? Ich habe was über 3000. Dann greifen alle mit der linken Hand die Blumen und immer gerne zentral mittig. Wichtig ist, ab der Stelle, wo du greifst, nach unten muss alles sauber sein. Das heißt, hast du zum Beispiel jetzt ein Spiel wie hier, wo das hier so schmutzig ist, dann zupfst du einfach mit deiner Hand das und lässt einfach fallen. Wir machen das gleich alles sauber. Das macht man nur, weil das kommt sonst ins Wasser und dann, ihr kennt das selber, wenn ihr Blumen einfach so in die Vase tut, ist die Vase nach einem Tag oder zwei Tagen braun und stinkt nach verschimmeltem Käse. Deswegen wichtig, alle und vor allem Bakterien sind dann dabei. Am besten alle gerade unten sauber machen und dann einfach neben euch hinstellen. Schämt euch nicht. Ich mach gleich weiter. Das nicht mehr, okay. Also, die auch? Masen, die auch? Nee, die können bleiben. Okay. Weil die haben nur fünf Faktoren. Okay, und die auch? Die kannst du entweder halbieren oder wenn du so einen Wiesenlook haben möchtest, lässt du die dran. Das ist ein bisschen sauberer. Auch wenn du ein bisschen dran. Ja, morgen, wenn du siehst, das fängt an. Achso, ja, okay. Wie sieht dieser Tisch bitte aus? Ich kann nicht mehr. Nein. Wild und schön. Wenn du jetzt eine Struktur haben willst, kannst du diese Blume jetzt tatsächlich so mittig positionieren. Aha. Dann hast du den höchsten Part in der Mitte. Ja. Dann kannst du hier so ein bisschen alles lockerer. Aber jetzt den perfekt rund zu kriegen, das schaffst du nicht, wenn die Blumen so aussehen, wie die aussehen. Aber es sieht schön aus, wenn du das hältst. Ja. Das hast du auch gemacht. Ja? Ja, aber so sieht am Ende mein Strauß jetzt aus. Kann man den irgendwo reinstellen? Ja, wir haben gleich noch ein paar Eimer und dann stellen wir die alle rein und dann ist gut. Ja. Hat sich schön gemacht, oder? Ja, nicht so. Das ist auch ein einseitiger Strauß. Ich weiß nicht, warum. Nein, der ist ganz einseitig. Hä, wo ist der denn einseitig? Verstehst du, was ich meine? Wenn du den jetzt, der ist sehr, sehr schön, wirklich schön. Aber wenn du den jetzt so in deine Vase stellst, dann denkst du dir, oh, das ist eine Wand. Aber wenn du so dich hinstellst und der so aussieht, dann sieht er richtig schön aus. Ja, ich hatte auch nicht vor, den andersrum an die Wand. Der hast du echt gut und vor allem sehr, sehr gut abgebunden. Ja, der so aussieht. Achso, ja, ich glaube. Ich habe ein bisschen geschminkt. Wir haben einen neuen Profi. Geschminkt. Hier auf Arbeitsvertrag. Nein. So, Pegasstrauß. Wunderschön. Meiner. Auch wunderschön. Und Göstes. Wunderschön. Alle wunderschön. Sind alle richtig, richtig schön aus. Was machen wir? Für YouTube, ja. Seit 11 Jahren. Leute, ich bin alt geworden. Jetzt kommen auf jeden Fall, wir dürfen den hier gleich mitnehmen. Genau, ich mache gleich einen Strauß mit. Aus cool, ey. Sehr cool. In 20 Minuten, soll ich anfangen oder lieber nicht? Du entscheidest. Das ist du schaffst das. Ich helfe dir. Mach die wenigstens unten sauber und dann schmeiß die einfach zusammen, dann kannst du gehen. Weil jetzt die so unfertig, weil du musst hier unten noch ein bisschen sauber machen. Wir haben keine Pizza, ne? Ich meine, sogar der Boden sieht schön aus. Ja. Ja. Mhm. Als wäre das gewollt, weißt du? Ja. Ja. Da geht es nicht laufen. Wir sind fix und fertig. Mein Traum vom Blumenladen, weißt du? Den überdenke ich mal ganz schnell wieder. Ich will ein schönes Video drehen. So, People, ich laufe hier mit meiner Ausbeute jetzt zum Auto und ich hoffe sehr, dass das da noch steht, weil ich auch echt blöd geparkt habe, aber hier ist halt gar kein Platz zu parken. Also ihr könnt auf jeden Fall bei The Craft Club oder Club könnt ihr die Location mieten halt, das Moon Loft könnt ihr mieten, genau, für Seminare oder keine Ahnung, kleine private Partys oder so, geschäftliche Meetings oder so. Und beim Craft Club selbst könnt ihr verschiedene kreative Workshops machen. Das finde ich ganz cool. Also es gibt ja hier dieses Art Night, das finde ich auch ganz cool. Ich habe sogar noch ein anderes Dings mal gemacht. War auch sehr, sehr schön. Vielleicht finde ich das und kann euch das verlinken. Habe ich in Hamburg mal mit Bijou gemacht. Auf jeden Fall kann man hier auch verschiedenste kreative Dinge machen. Zum Beispiel Afterwork mit seinem Team oder Junge sein Abschied, Geburtstagsgeschenk. Finde ich sehr, sehr schön. Und ich und meine Blumen laufen nach Hause. Es gab noch eine Challenge, wie viele Rosen verkauft worden sind am Valentinstag und am Folgetag.
Und es waren über 6000. Ich habe 3400 oder so getippt. Ja, doppelt so viel. Der Gewinner hat 100 Rosen bekommen. Es war richtig schön, dieser Strauß. Leute, meine Schwiegereltern kommen wieder und ich mache so ein bisschen deren Garten, also ein bisschen die Topfpflanzen. Na, es ist hier in dem Auto. Und ja, ey, das ist so eine Minze, Leute. Und die, das riecht natürlich wunderschön, so ein Minzbaum. Die Blüten sind ein Traum. Richtig schön so. Sind sie so lila? Ja? Das ist ein cooles Hochbeet, das hier. Sehr cool. Ich habe natürlich Blumen gekauft. Ja. 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 Ne, Luni? Ja. Oh, wir haben heute einen Marathonlauf hinter uns gehabt, John, ey. Wir waren im DM, wir waren im Nahkauf, wir waren im Rewe, wir waren im Bauhaus, wir waren bei der Post, wir waren bei der Bank. Ich glaube, das war's. Und ich habe eine Followerin im DM getroffen, das war sehr süß. Tada! Schaut mal, Leute, ich habe mir noch Tomaten. Kresse, das ist hier für meine Microgreen Box. Ich freue mich so darauf, ehrlich. Ne? Karotten. Gurke. Zucchini. Aber ich dachte mir so, Tara, ganz ehrlich, hol doch schon welche in, also die schon groß sind in einem Topf, ne? Warum willst du jetzt selber den Samen anpflanzen? Das dauert doch. Aber naja, egal, schauen wir mal. Dann habe ich noch diese Radieschen in Rot. Also das ist einfach nur Microgreen, ne? Kann man dann über sein Brot machen. Und ich freue mich voll darauf. Also man muss hier das Keimpad auslegen, die Keimsaat verteilen, den Deckel aufsetzen und dann, ja, Set gründlich reinigen. Okay. Also ich hatte mir ja noch dieses Lauchdings geholt. Hier, du lauch mich. Ich habe dafür echt 10 Euro bezahlt, Leute. Da ist ja nichts rausgekommen. Ich habe mir jetzt mal überlegt, ob ich das in einen Topf rein tue und dann die Samen nochmal neu, also ich habe noch Samen, nochmal neu vorsichtig setze. Ja, irgendwie hat das nicht so richtig geklappt, was ich sehr schade fand. Jetzt bereite ich was vor. Wir gehen nämlich gleich mal grillen und ja. Das ist so süß, Leute. Tara und ich wollten jetzt kurz zusammen was Gesundes, hoffentlich frühstücken. Und dann hat Naya geweint und die liegen da zusammen so süß. Wie süß ist das? Die kuscheln einfach. Leute, wir sind ja gleich beim Grillen und ich habe eine Joghurtsuppe gemacht, die wirklich lecker ist. John und Naya verlangen danach jeden Tag, also wenn ich zu John und Naya sage, abends, was möchtest du essen, sagt der Tabli. Das heißt Tabli bei John's, von Johns Eltern habe ich das gelernt, ich kannte das vorher gar nicht. Das ist Bulgur einmal abgekocht, natürlich, also gekocht, richtig weich gekocht. Aber dieser gröbere, ne? Nicht dieser ganz feine. Und dann kommt da Joghurt drauf, also griechischer Joghurt unbedingt. Kein so 1% Fett oder so 10% Fett. Diese 10%, gerade griechischer Joghurt, ist sehr, sehr gesund für euch. Könnt ihr auch jeden Tag essen. Und dann kommt Wasser drauf und das wird dann kalt gestellt. Ihr könnt auch Eiswürfel reinmachen, falls ihr nicht so viel Zeit habt. Ich mache da jetzt auch noch einen Eiswürfel rein und... Das sollte so ein bisschen schon salzig auch sein. Eigentlich perfekt für so Sommertage. Ich probiere jetzt gerade noch einmal, also die Suppe sollte auch nicht so super flüssig sein. Ne? Also so viel Wasser, wenn ihr zu viel Wasser reinmacht, immer Joghurt hinterher kippen. Und dann nehme ich noch einmal so einen richtig dicken Eiswürfel. Und lege den einfach da rein. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind in Baden-Baden angekommen. Ja, also wir sind in Baden-Baden angekommen. Meine Mama hat heute Geburtstag. Ich gucke ein bisschen traurig, weil wir hatten ein richtig cooles Picknick, uns überlegt und alles eingekauft. Und mein Bruder war gestern Abend noch den Rest holen. Viel zu viel Ton hier gerade. Ich lade nämlich gerade ein YouTube-Video, weil ich gerade zum Nägel machen gehe. Und da ist halt gar kein Netz. Und deswegen... ich habe noch ein Buch dabei, für wenn ich meine Füße machen lasse, weil Hände und Füße mache ich gerne hier, weil die machen das wirklich gut und schnell und ja, in Hürth habe ich jetzt noch nicht jemanden gefunden und
Hier habe ich ja das Glück, dass meine Mama, nein, meine Mama klebt. John, mein Bruder war da gerade. War den Morgen mit ihm draußen. Ich konnte Pilates machen. Ich konnte duschen. Übrigens, Move with Nicole macht wirklich, ich habe 20 Minuten Pilates gemacht. Ohne Schwitzen ist das. Und das macht wirklich Spaß. Also, sie macht das wirklich unglaublich gut. Und ich versuche jeden zweiten Tag Boden-Pilates zu machen. Der Erfinder von Pilates sagt ja, wer Boden-Pilates beherrscht, beherrscht sie alle. Also Reformer-Pilates mache ich auch gerne, muss ich sagen. Ja, jedenfalls, es regnet, wir haben ein Picknick organisiert. Was für eine Durcheinander. Du Blödi, blinkt doch. Aber das Problem ist, es regnet und die Wiesen werden nass sein. Alle bei uns ist auch sehr, sehr viel, weil wir einfach zu viele sind, weil es kommen noch Überraschungsgäste aus Mannheim. Ja, sonst müssen wir es halt echt drin machen. Aber die Idee von draußen war viel schöner, weil wir draußen einfach, es macht einfach viel mehr Spaß draußen, weil die Kinder können sich austoben. Meine Kindheitsfreundin Diane wollte auch noch mit ihren zwei Kindern kommen. Und alles in allem hätten wir alle viel mehr Freiraum gehabt da. Wir wollten es am Schloss machen. Bevor wir gehen, wollte ich euch noch die Tasche zeigen, die wir meiner Mama geholt haben. Sorry, dass ich hier nicht so viele gefilmt habe. Hier war einfach noch Family Time. Das ist die Korbtasche von Loewe. Also sie wollte einfach eine Korbtasche haben. Und wir haben einfach alle zusammengeschmissen und die von Loewe geholt. Ich finde die super schön mit dem Braun. Die gibt es auch noch in Schwarz. Hallo Dino. Ach, der schläft noch. Und ja, ich zeige euch noch, ich habe noch so Kleinigkeiten von Depot geholt. Also die kann man halt so noch zumachen. Was ich an der besonders schön finde, ist, dass das hier nicht so dick ist. Ne? Die Chloe zum Beispiel ist mir hier viel zu korbig. Oh, ich deck dich mal auf. Guten Morgen, Dino. Hallo. Und das. Nile ist nicht so gut gelaunt, deswegen zeige ich euch das ganz schnell. Das ist so eine Laterne, Raum. Das hier riecht so gut, dieses Basil oder Basilikum. Auch als Kerze. Und dieses Steintablett ist auch sehr, sehr schön.